3. Genau. Wir befinden uns jetzt gerade, wie man unschwer erkennen kann, vor unserem Louvre Center. Wollen so ein bisschen durchschlendern, Kaffee trinken, was futtern, einfach einen schönen Nachmittag verbringen. Und was brauchten wir noch? Ach, so ein Spielbogen. Das hat Ralf gestern gemeint. Ja. Für Rosalie, für die Wickelkommode. Und deswegen sind wir jetzt unterwegs. Ja, wir gehen jetzt auch rein, ne, mein Schatzi? Ist auch richtig kalt heute. Mama, ja? Rot oder blau? Such dir aus, roten Eingang rot, oder blauen? Rot ist besser für den Spielplatz und rot ist besser für das Restaurant. Aber erstmal an Mamas Hand. Und gucken. Und gucken, kommt ein Auto? Nein. Rechts? Nein. Dann können wir gehen. Tu, die Eisenbahn. Wir hoffen natürlich, dass es nicht allzu voll ist. Aber das ist jetzt, glaube ich, unvermeidbar in der Weihnachtszeit. Es sieht so wunderschön aus, wenn alles geschmückt ist. Wow. Hammer, oder? So eine Außenbeleuchtung hätte ich auch gerne zu Hause. Und ich führe heute gleich meine neuen Chucks aus. Auf Instagram habe ich sie schon gezeigt. Ich habe ewig nach einfach ganz schlichten schwarzen Schuhen geguckt. Und ich liebe ja allgemein Converse-Schuhe. Und jetzt habe ich zugeschlagen am Black Friday und bin stolz wie Oscar. Und die erste Station im Louvre ist natürlich immer der Spielplatz. Wie sollte es anders sein? Und schön festhalten. 3, 2, 1. Super. Und jetzt hat Mami Hunger. Komm, meine Sonne. Einmal Hunger? Natürlich. Alle guten Dinge sind? Drei. Genau. Alle guten Dinge sind drei. Dringe. Alle guten Dinge sind drei. Vorsichtig. Festhalten. Super. Ralfi hat auch gerade gesagt, es ist unfassbar, wie groß Motti geworden ist. Gerade im Vergleich mit der Kleinen. Ja, du hast auch Hunger, ne? Geht gleich los. Alle haben Hunger. Zack. Hier vollgepackt mit tollen Sachen. Babyschale, Tragesack. Dann habe ich anstatt der Wickeltasche habe ich diesen coolen Rucksack von Captain and Son. Mega riesig ist der einfach, mein Schal. Und das ist dieser Aufsatz, wenn ich sie, das heißt Aufsatz, dieser extra Reißverschluss, Überzug, damit, wenn sie im Tragesack drin ist und wir draußen sind, das rüber machen kann. Genau, und da habe ich für beide Kinder alles drin. Papi hat hier einen neuen Nachtisch sich ausgesucht. So sieht der von innen aus. OMG, ist das so Mousse-Schokolade? So ähnlich, ja, ich glaube ja. Was dann? Würdest du nicht mögen. Ja, genau. Was ist denn das? Musso? Musso. Gib mir mal ein Happy. Jetzt schon? Ja, bevor nichts mehr da ist. Schön mit Alkohol. Oh mein Gott. Lecker, ne? Oh mein Gott, Motte, das musst du auch einmal probieren. Die Damen können ihren Papa auch nicht mit Ruhe essen. Auf jeden Fall, da ist kein Alkohol drin, das war ein Spaß. Noch Cappuccino. Das ist auch neu. Vanilleherzchen. Mit Vanillepudding. Genau, dann habe ich einen Kakao und ich habe richtig Hunger. Deswegen mussten Köttbullar, Pommes, Preiselbeersoße her. Dann haben wir hier noch einen Saft. Und Hähnchen hat sich Nudeln ausgesucht und natürlich auch einen Kakao. Ja, ich finde es auch mega. Ich hätte gerne noch mal einen Hapsi. Jetzt isst du erstmal deine Chatties und so, junge Dame. Alles so, klar, Papa. Mach gut, schmecken. Sag mal. Guten. Guten. Er hat doch kein Messer mehr. Möchtest du? Mhm. Ja, du, soll ich dir ein Messer holen? Mhm. Mit Soße. Mit der auch? Ja. Ich freue mich so auf TBD, Engel. Mega. Mega? Mega. Mega. Aber wenn du die isst, lässt du mir den auch ein Stück. Ja. Was sind das serviert? Meine, ja. Und Soße bitte ja. Auch mit der da, ja? Mhm. Wieso hast du denn das gleiche gemuffelt? Wieso? Was? Wieso hast du nicht gleich gemuffelt? Hättest du auch haben können. Du wolltest auch Nudeln, ne? Schmeckt das denn auch? Ich will das auch mal probieren. Ja. Oh. Was ist das? Engel, du musst ein bisschen tippen, sie ist mit der Nase so weit an dem Ding, weißt du? Du hättest jetzt auch über deinen Teller gegessen. Ja, aber du hast ja deine Gabel schon viel zu schnell weggenommen, ich hätte es ja noch gar nicht im Mund. Ey, das
Das ist ja wohl mega lecker. Ne? Andere Seite, ne? Nein, du hast wirklich was in deinem Hand. Hat Papa da was? Mhm. Und Rosalie hat auch was in ihrem Hahn wieder. Die kriegt immer vom Papa was ab. Mhm. Wenn man es nicht so lange gegessen hat, dann schmeckt es auch wieder, ne? Mhm. Beim letzten Mal hatte ich ja noch Rosalie im Bauch. Da mochte ich das nicht, weil ich das so drin habe. Genau, ne, ich weiß nicht. Mami, gibst du mir noch an? Mit Soße wieder? Ja. Ja, mir noch ein übrig. Na gut. Wow. Mama ist ein Mondgesicht. Das ist gar keine Frage. Mama, aber... Süß. Wow. Weißt du, wieso das mich wieder vereiert? Boah, bin ich dick. Engel, du hast das vor 8 Wochen im Bild. Ja, und warte. In ein paar Jahren. Du hast doch vor 36 Jahren erfunden. Hm? Probier ich jetzt als erstes den Vanillepudding mal? Nee, du holst jetzt erstmal Kaffee. Darf ich nicht als erstes probieren, Engel, musst du erst wieder ein Bild machen. Du hast da was. Du hast da was. Das ist ja die ganze Bild, was hat er da? Gib mir doch mal ein Bougie. Ja, warte. Warte. Jetzt aber. Was du wohl gedacht? Ja, warum wusste ich es nicht? Du trinkst ja lieber deinen Kakao, ne? Mhm. Ja, ich trinke ja lieber nachher zu TVD in den Kochen. Schön. Zum Wattwerden. Wieso? Mama, mach mir eine Soße übrig. Ist doch mal Engel. Wie auch ein Plätzchen zum Essen vor. Sogar sehr viele Plätzchen. Mhm. Sonst ist es ja immer mega voll. Mhm. Bist du Papa? Ja. Ich sehe auch Papa. Wow, wie du reinhaust, Engel. Mama mia. Sehr gut, mein Schatz. Du probierst, immer, wenn ich aufgegangen habe und da spiele, weil dann weiß ich, du denkst, dass der schon abgekühlt ist. Ach, dein Kakao meinst du? Ja, und wieso haben die schon wieder so viel Soße gemacht? Ja, du magst doch gerne Soße. Aber irgendwie ist die sauer. Ja? Kann man mal besser kochen, ne? Mhm. Können wir die Tage noch mal machen, die leckere Soße. Oh, als hätte ich den Dachboden ausgekloppt. Er spricht gerade von den leckeren, fluffigen, weichen Vanilleherzchen. Und das ist die Country-Werbung Witz gegen. Aber Papa ist der Beste. Er hat mir... War für die Mädels. Hm? Nein, hat uns nochmal so ein Küchlein mitgenommen. Leute, das müsst ihr unbedingt, wenn ihr bei IKEA seid, probieren. Es schmeckt so unfassbar lecker. Kehlchen hat auch mega gut gegessen. Ja, das schmeckt, ne? Und ich werde jetzt meinen Kakao genießen, dann müssen wir zusehen, dass wir auch noch was erledigt bekommen, ne? Nicht nur hier Kaffee trinken. Mhm. Ich dachte eigentlich, ich würde jetzt befreit sein, was diese ganzen Rabatte angeht. Das war ja letzte Woche so heftig. Aber hier ist es immer noch überall ausgezeichnet. Damit ich keinen lahmen Arm kriege, stelle ich die Kamera hier gerade ab. Aber das ist gar nicht so einfach wie immer mit der Kamerahinstellung hier. Aber ich sehe schön schlank von hier aus, ne? Von der Position. Ja, du hast ja auch so einen Filter draufgesetzt. Ein Schlankheitsfilter. Und dass ihr durchgeschüttelt werdet und dass es so wackelt, liegt an dem Boden hier. Müsst ihr hier mal eine Beschwerde hinschreiben, wenn das hier ist. Oh, Motte, guck mal, wie cool ist das denn? Da ist so eine Schlittschuhbahn oder was ist das? Ist das wirklich Eis? Nee. Doch, das ist wirklich Eis, ne? Nein. Oder? Doch, das ist so eine Geschichte, so wie im Dings hier. Karls Erdbeerhof? Das ist irgendein Material, ne? Das ist aber hart. Aber es glitzert richtig, Engel. Nee, ist es nicht. Das oh, doch, da siehst du das. Da hast du einen Kleber drauf bauen. Aber guck mal, die haben richtig diese
größte Herausforderung, ein Familienfoto zu machen, ohne dass jemand Menschliches das macht. Ich brauche dein Handy, Engel. Und das Ganze machen wir mit einem Selbstauslöser. Und das muss ich jetzt einmal hier hinpuzzeln, damit wir ein schönes Foto für Instagram haben. Ihr seid jetzt quasi in der Babyschale und hier werde ich jetzt gleich das... Was habe ich denn hier, Schatz, bitte? Schön, dass du mir das sagst. Danke, Rosalina. Danke. Das war nicht Rosalie, das ist von oben gewesen. Ja, ja. Genau, das werde ich dann gleich hier trapieren. Nee. Wie heißt das nochmal? Trapieren? Ich finde trapieren, da hast du Motti. So. Schön vor dem Weihnachtsbaum. Schatzi, das ist ein Porträt. Wir wollten uns nicht knutschen. Papa der Profi. So. Die größte Herausforderung wird nicht das Bild, sondern dass du Heidi auf dem Arm nimmst, Gandhi. Die hat ja Muskeln, wisst ihr ja schon. Genau, ich habe Muskeln, Papa Rein. Mhm. Ich habe Muskeln. Mama Julia. So. Da, das sieht gut aus. Und genau dieses Bild kommt dann auch in den Blog rein. Hele, komm her. Achso, Selbstauslöser noch. Mhm. Zack. Und los. Schlecht. Mama. Komm her. Gandhi. Warte, bei 1, ne? 2, 1. Super. Gut gemacht. Und pass auf deine Nippel auf. Yes. Und? Wer wartet? Ja, auf jeden Fall. Ist auch. Viele will auch gucken. Und was sagst du, Chefin? Achso, sie zoomt schon. Sie ist Profi. Sie ist richtig Profi. Und wie guckst du? Zucker. Zuckersüß. Ich befinde mich mal wieder bei uns im Lieblingsparkhaus. Das ist direkt wieder unterm Header Center. Ich bin wieder mit Hayley unterwegs um 18.30 Uhr. Wir wollen heute nämlich Wettglühwein trinken machen. Wer als erstes sich die Mama schön trinken kann. Ja, obwohl nein. Das mit Wettglüh trinken, mit Glühwein trinken war nur ein Spaß. Das war eher Sambuca. Ne, ich bin mit den Jungs verabredet. Wir wollen ein bisschen was snacken. Wir wollen entweder einen Burger essen, eine Pizza, irgendwas Leckeres zum Schmausen. Ich habe im Louvre Center oben bei Ikea ja nicht viel gegessen. Obwohl nicht viel. Schon so ein heftiges Kuchenstück, aber noch nicht wirklich was Warmes. Warte, wo ist sie? Achso. So, Ralfi sind auch mal wieder zu Hause. Der war jetzt gerade mit seinen Jungs. Mucho gracias, esse. Burger mit Pommes, sicher den Tulaken Brot. Dafür gibt es jetzt, ich sehe schon, während wir im Louvre Center waren, hat Omi sich schon Türchen 3 gekreift. Aber mir schmeckt das heute nicht. Ich habe es ja heute Morgen schon gesehen, was Motte hatte. Und musste den aufessen, weil ihr hat der auch nicht geschmeckt. Aber ich weiß, dass dir der schmecken wird. Ja? Ist mit weißer Schokolade? Und Kokosnuss. Du spinnst. Zeig. Oh ja. Ich lache nur so, weil du immer kontrollierst. Ist nicht. Ich muss nur so lachen, weil deine Nase, deine Augen, alles immer begutachten. Ich sag ja, dieses Jahr wird es das nicht geben. Ist deins, ne? Hm. Die kleine Mausi will jetzt ausschlafen. Moseli kommt jetzt zum Schlafen. Oder auch nicht. Ne? Komm mal her mit deinem kleinen Arm hier. Lass doch mal den Vater ran mit 1,90. Ja, das hättest du wohl gerne. Wo denn jetzt genau? Man nennt mich Dreibein. Ach Gott. Hier habe ich überall die Kokosstücke. Egal, ich habe uns hier schon TWD angemacht. Warte ja schon seit 14 Stunden auf Ralf. Die Kleine ist jetzt auch startklar zum Schlafen. Und ich möchte auch noch irgendwas muffeln. Irgendwie muss ich ja meinen Bauch vorne anhalten. Richtig. Und sieh den Bauch, ich die grauen Haare, dass wir zusammen den Weihnachtsmann spielen können. Ne? Jeden Morgen kriege ich ein Haar dazu. Seht ihr schon, wie grau ich bin? Am 23. ist das komplette Ding dann weiß und sabbel nicht. Ich gehe als tschüss. Santa Claus. Santa Claus, Santa Ralf. Bis morgen. Bis morgen. In einer Frühschule. Adios, amigos.